Freunde, es ist Freitag. Es heißt Community Time auf dem Kanal von Joyce und ich beantworte eure Fragen aus der schönsten Deko-Klozelle, die die Welt jemals gesehen hat. Also, fangen wir an. Carina fragt, Maurice, wenn du nicht beim Fernsehen und Radio gelandet wärst, welche berufliche Schiene wäre dann für dich in Frage gekommen? Carina, das ist eine spannende Frage, denn ich habe mich mit dieser Frage nie im Leben beschäftigt, weil ich schon immer Radio und Fernsehen gemacht habe. Ich war 15 Jahre alt, als ich angefangen habe. 15 Jahre alt war ich, da habe ich Fernsehsendungen mit Befreundeten oder mit Freunden und mit Schülern aus meiner Schule gemacht, nämlich ein Schulmagazin beim offenen Kanal in Magdeburg. Das ist ein Lokalsender, bei dem man selber Fernsehen machen kann und das alles lernen kann. Das war mega spannend und dann bin ich da auch hängen geblieben und habe nach der Schule dort Praktikum gemacht, dann später die Ausbildung zum Mediengestalter für Bild und Ton und irgendwann war ich dort festangestellter Mitarbeiter, dann habe ich angefangen, Sendungen noch mehr zu moderieren, dann hat mich das Radio gefragt, du merkst schon, irgendwann bin ich bei Joyce gelandet, zum Beispiel. Und das ist wirklich witzig, weil für mich die Frage nie kam. Ich kann dir höchstens so antworten, was sind so meine Interessen außerhalb von Fernsehen und Radio, weil das schon mein Hauptinteresse ist, Musik, Fernsehen, ne? Ist tatsächlich Politik. Ich hätte mir wahrscheinlich überlegt, dann ein Politikstudium zu machen und dann irgendwann in die Politik zu gehen. Und das Schöne ist, kann ich ja immer noch machen. Carina, würdest du mich wählen? Celine, was ist deine Lieblingskindheitsserie gewesen? Das ist eine schwere Frage. Heißt Kindheitsserie, dass ich sie heute nicht mehr sehen darf oder nicht mehr sehe, weil ich erwachsen bin? Dann ist es definitiv Star Trek The Next Generation mit Captain Picard und Data und Worf dem Klingonen. Aber das gucke ich ja heute noch. Dann wahrscheinlich eher das A-Team. Kennst du das A-Team noch? Das A-Team, das waren immer so vier Typen, die in so einem Truck rumgefahren sind und Verbrechen verhindert haben und dabei aber selber so ein bisschen halb kriminell waren. Das A-Team, das habe ich sehr, sehr gerne geguckt und wenn ich es heute sehe, finde ich es doof. Und wahrscheinlich ist das dann eine gute Kindheitsserie, würde ich mal behaupten, oder? Hannes, auf welchen Film freust du dich dieses Jahr am meisten? Lieber Hannes, ich freue mich in diesem Jahr unglaublich auf Batman vs. Superman. Ich glaube, es wird ein ganz, ganz toller Film. Auch wenn, da kann man ja nichts dafür, die ein oder anderen Besetzungen der Hauptdarsteller so ein bisschen schwierig sind, gebe ich zu, dass ich nicht so auf Ben Affleck stehe als Batman. Aber okay. Sarah fragt, verbringst du Nächte mit Groupies? Liebe Sarah, also dazu müsste es erstmal Groupies geben. So vor der Tür in Zelten. Wobei ich das sehr, sehr seltsam finde, ganz ehrlich. Und das gibt's auch noch nicht und das ist vollkommen okay und das muss auch gar nicht passieren, um ehrlich zu sein. Ich finde es super, wenn jemand mich auf der Straße anspricht und ein Foto machen möchte, sich ein bisschen mit mir unterhalten will. Das mag ich sehr, sehr gern. Deshalb mache ich das ja auch, weil ich eben im Austausch mit euch sein möchte. Aber wenn dann jemand zum Beispiel wie so ein Groupie im klassischen Sinne dann vor der Haustür auf einen wartet, so, das finde ich sehr, sehr komisch und das könnte ich auch nicht. Das fände ich seltsam. Also stehe ich ehrlich gesagt dann tatsächlich nicht so drauf. Aber diesen Fall gab es noch nicht und ich glaube ganz ehrlich, dass es den alsbald auch nicht geben wird. Also ist das für mich vollkommen, also gar keine aktuelle Frage. Aber um zu beantworten, so ein richtiger Fan davon bin ich nicht. Erik fragt, wie stehst du zur Homosexualität? Erik, ich finde diese Frage ehrlich gesagt gar keine Frage. Für mich ist das das Normalste auf diesem Planeten, verstehst du? Und darum finde ich, sollte man das heutzutage gar nicht mehr thematisieren müssen. Ich weiß aber, dass es immer noch ein Thema ist und ich weiß, dass verdammt viele Leute homophobe Probleme haben und irgendwie so von einem ganz, ganz anderen Planetensystem herkommen. Aber für mich ist das das Normalste auf diesem Planeten und ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn es das nicht ist. Man soll die Leute einfach sein lassen, wie sie wollen. Ob nun schwul, lesbisch, bi, whatever. Es ist Liebe. Und Liebe ist was ganz, ganz Tolles. Und wenn man liebt, ist es egal wen, okay? Findet ihr auch, ne? Wenn ihr noch mehr sehen wollt, noch mehr Antworten auf eure Fragen, dann schaut doch mal hier vorbei, denn hier gibt es den ersten Teil mit euren Fragen auf meinem eigenen YouTube-Kanal, der übrigens auch nochmal in der Infobox verlinkt ist. Ich freue mich sehr über Abos, also zack, 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 hier meinen YouTube-Kanal anschauen, das Video anschauen und dann abonnieren. Und hier drüben wiederum gibt es eine Folge von Maurice Meinung, wo ich meinen Senf zu euren Themen abgebe, könnt ihr euch auch anschauen. Und damit ihr all das Schöne, die Meinung und hier andere Fragen nie wieder verpasst, könnt ihr diesen Kanal von Joyce abonnieren. Und zwar hier oben. So, und wir sehen uns wieder am Freitag. Ich freue mich über eure Kommentare und über eure Daumen und Likes, zack, 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 und eure Abos, ne?
So, und dann bis nächsten Freitag.